So, was machen wir jetzt? Ach ja, schon wieder Bundesparteitag der FDP, meine Fresse. Treffen die sich inzwischen eigentlich jede Woche? Wahrscheinlich wollen die einfach nicht nach Hause. Immerhin, eins ist passiert bei diesem Programmparteitag in Nürnberg. Rainer Brüderle, meine Damen und Herren, und ich sage das nicht gern, aber ich muss es sagen, ist jetzt offiziell wahnsinnig geworden. Schluss mit dem rot-rot-grünen Spuck. Weg damit. Keine Geisterstunde für Deutschland. Klarheit, weiter Fortschritt, Wohlstand für alle. Weg mit der Geisterstunde. Auf in den Kampf. Wir werden es schaffen. Wenn alles es schafft, sind wir es. Auf in den Kampfanzug. Jeden Tag, jede Stunde nutzen. Wir haben noch 4 Monate. Das kann ein tolles Wahlergebnis werden. Für Deutschland, ja. Für Europa. Auf! Ja, ist ja gut. Meine Fresse. Oh Gott. Ja. Ganz am Schluss musste ihn Dirk Niebel mit einem Betäubungsgewehr von der Bühne holen. Soll ich Ihnen was sagen? Der Rainer, der hat nicht mal mehr seine Gesten unter Kontrolle. Gucken Sie mal genau hin. Soziale Marktwirtschaft wird die Wirtschaft gesteuert durch die Preissignale. Der Preis hoch. Sie ahnen es. Jetzt endlich nicht im Heute-Show-Fanshop. Ja? Das neue FDP-Wahlkampf-Shirt. FDP, ihr mich auch. Ja. Was wir alles nicht in diesem Fanshop haben, Wahnsinn. Das Wahlkampf-T-Shirt. Im Wahlkampfprogramm versprechen die Liberalen übrigens gar nichts mehr. Da steht sinngemäß wirklich nur noch drin, ja, wie wir so vor uns hin regieren, das ist nicht so dolle zugegeben, aber wenn Rot-Grün drankommt, dann wird es bestimmt noch viel schlimmer. Die ihre SPD zum Beispiel mit ihrem Slogan, das Wir entscheidet. Allein das Wort Wir regt den Rainer tierisch auf. Das Wir entscheidet. Um welches Wir geht es da? Welches Wir entscheidet über was? Welches Wir entscheidet über wen? Und welches Wir hat aus meinem Becherchen getrunken, meine Damen und Herren? Ja, Sie haben richtig gehört. Sie wollen das Wort Wir verbieten. Wir ist pfui. Um solche Themen ging es auf dem Parteitag. Die FDP fordert, das hässliche sozialistische Wort Wir zu verbieten. Ab sofort heißt es, ich sind Papst. Ich sind das Volk. Und natürlich, ich mache ihn durch bis morgen früh und singe Bumsfallera, meine Damen und Herren. Aufpassen, vom Wir ist es nur ein ganz kleiner Schritt bis zum grauenhaften Unser. Wir wollen es den Menschen sagen können, mein Haus, mein Geld, mein Auto. Mein Schatz, meine Damen und Herren. So will ich meine FDP. So will ich meine FDP. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Markenkern. Die FDP ist und bleibt eine Ich- und eine Mein-Partei. Ja gut, sie kleben aktuell in den meisten Umfragen immer noch bei 4%. Aber wenn man sich Mühe gibt, kann man selbst das irgendwie positiv verkaufen. Wir werden die anderen vor uns herjagen bis zum 22. September. Und dann als Letzte durchs Ziel gehen. Juhu! Ja. Inhaltlich ist auf einem FDP-Parteitag selten weniger rumgekommen. Immerhin, die Liberalen sind seit diesem Nürnberger Parteitag auch für sogenannte Lohnuntergrenzen. Die soll aber nicht der Staat festlegen, sondern, ja, wer gerade Zeit hat. Was genau will die FDP damit einer Friseurin sagen, die 4,60 Euro die Stunde verdient? Genau das, meine Damen und Herren. Ja. Das Einzige, was die FDP in Nürnberg beschlossen hat, ist, dass alle anderen scheiße sind. Vor allem diese grünen Spaßbremsen, die sind neuerdings gegen, ich glaube, gegen Alkohol. Sie sind auch gegen Trinken und öffnen Plätze. Also ich sitze ja jetzt weniger als in früheren Jahren. Aber für mich ist auch Ausdruck eines liberalen Lebensgefühls, dass man da auch was trinken kann. Das ist nämlich das liberale Lebensgefühl, Freunde. Ne? Mittags schön mit 2 Promille auf der Parkbank aufwachen und nicht mehr wissen, wo man ist. Lieber Rainer Brüderle, du weißt, du bist in Bayern. Danke, Sabine. Ja, da war was los. Bei der FDP.